Leute, willkommen zu einem weiteren Apex Legends Season 19 News Update. Wir gehen direkt gleich nochmal auf die EA Apex Legends Seite. Es gibt nämlich noch ein paar Neuerungen, es wurde ein bisschen geupdatet und uns wird noch ein wenig gezeigt, was vorher so nicht bekannt war. Und wir sehen gleich nochmal alle Spots. Ich zeige euch nochmal ein bisschen was von Stormpoint in Bildern und es gibt noch etwas, was man zukünftig aus Packs ziehen kann. Kann man von halten, was man will. Zuerst möchte ich euch aber eine Neuerung zeigen, die mir in meinem Playtest sofort in der allerersten Runde aufgefallen ist. Und die finde ich für die Orientierung sehr, sehr gut. Ich habe es im Cross-Progression-Erklärungsvideo schon gesagt, dass es eine Neuerung gibt, die ich sehr, sehr gut finde für die Orientierung. Wer das Video für die Erklärung von Cross-Progression noch nicht gesehen hat, das letzte Video sollte das gewesen sein. Ich blende euch einmal etwas ein, was mir aufgefallen ist. Und schaut mal genau hin, das ist die Runde, wo ich mit The Gaming Merchant spiele und Simply Ashton. Oft ist es so, ich weiß nicht so genau, wo sind eigentlich schon wieder meine Teammates. Manchmal siehst du die Pfeile nicht gleich so richtig und dann bist du ein bisschen orientierungslos. Wie weit bist du weg? Guckst nicht gleich auf die Minimap. Die haben jetzt quasi Spieler-Icons zu den Pfeilen und den Namen hinzugefügt. Ihr seht ganz, ganz links unter der Minimap The Gaming Merchant mit Octane und ganz rechts, relativ weit unten, Simply Ashton stehen mit Horizon. Und ich habe mir das jetzt gespart, euch das in bewegten Bildern zu zeigen, aber mir ist sofort aufgefallen. Wie gesagt, mir geht es sehr, sehr häufig so, dass ich die Orientierung verliere und absolut keinen Plan habe, wo befinden sich eigentlich gerade meine Mates, wo ist der Fight, wo könnten die genau stecken. Und deswegen ist das eine Neuerung, die ich sehr, sehr begrüße. So siehst du es einfach an den Bildschirmrändern ein bisschen genauer. Mir geht es zum Beispiel auch so, wenn ein Teammate was pingt und der Ping ist schon 1, 2, 3 Sekunden her, dann sehe ich das Icon nur noch ganz, ganz schlecht. Da finde ich, brauche es definitiv auch noch ein bisschen Bedarf. So, wie gesagt, die EA Apex Legends Seite wurde geupdatet. Hier wird noch ein bisschen drüber gesprochen, neue Legende, Stormpoint und so weiter und so fort. Aber mir ist hier etwas aufgefallen, scheinbar ist die Map minimal kleiner geworden, dort wo sie am krassesten geändert wurde, bei Lightning Rod. Und zu den IMC Armories gibt es auch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar sind die wohl noch da, die wurden so ein bisschen zerstört, sind kaputt, aber die Spectre darin, die diese Dinger verteidigt haben, sind verschwunden. Es gibt wohl aber immer noch hochrangige Beute in diesen Dingern. Das heißt, wenn wir genau wissen, wo die Dinger stecken, hinfliegen, hochrangige Beute abkassieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich für mich finde es toll, dass die Dinger Geschichte sind. Mir ging das ein bisschen auf den Sack, gerade wenn du mit Mates gespielt hast, mit Randoms, dass die ständig von einem Armory zum anderen geflogen sind oder direkt dorthin und dann hast du erstmal 2 Minuten absoluten Stillstand. Das finde ich, nimmt den Spielfluss. Das ist wie so ein Replikator oder der Shop von Loba. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung. Der Shop von Loba, der geht dann noch, aber dieses ganze Gecrafte und Gemache und Getue nutzt man zwar selber, ich nutze es auch häufig, weil du sonst einfach dem Gegner gegenüber unterlegen bist, aber es nimmt meiner Meinung nach so ein Stück den Spielfluss und du bleibst so ein bisschen im Flow. Bitte gerne mal in die Kommentare schreiben, wie seht ihr das? Wir werden da sicherlich getrennter oder unterschiedlicher Meinung sein, was auch völlig in Ordnung ist. Jetzt zeige ich euch hier noch ein paar Bilder. Es sind ein paar Gebäude übrigens im Jurassic Park dazugekommen, was ich auch noch ganz cool finde. Und das ist für die Änderung eigentlich das Interessanteste. Lightning Rod. Lightning Rod, das Hauptblitzableiter-Gebäudegedöns ist hier komplett futsch. Wie gesagt, dadurch, dass ich in meinen Spieletests nicht so viel, ich habe vielleicht 5-6 Runden gespielt, weil auch das Matchmaking einfach extrem lange gedauert hat, weil es ca. 200 Spieler waren. Da musstest du erstmal warten, bis 1-2 Runden vorbei waren, bis wieder genug Leute da waren. Und irgendwann wolltest du dich auch darauf konzentrieren, deine Videos zu machen und zu schneiden. Da ist dir das nicht so aufgefallen. Also es fehlt schon ein ordentlicher Teil der Map. Aber wie gesagt, es sieht einfach unwahrscheinlich genial aus. Also ich liebe die Änderungen. Hier sind noch einmal kleine Worte zu Cross-Progression verloren worden.
Im letzten Video habe ich darüber ausgiebig gesprochen. Gibt es auch noch einen extra Reiter, wo ihr euch das genauer angucken könnt. Ranglisten-Update möchte ich euch hier nochmal vorlesen, nämlich die Neuerung mit den Promo-Trials. Ich lese es euch einfach mal vor und das ist wirklich sehr genial. Und es wird hier auch geschrieben, dass wir die Patch-Notes, die 100% Patch-Notes für Montag abwarten müssen. Da wird uns noch mehr erwarten. In Entfacht werden Beförderungsprüfungen eingeführt. Sprachfasching, es tut mir leid, in jedem Video, ich krieg's einfach nicht gebacken, fehlerfrei zu labern. Eingeführt. Zeigt, was ihr könnt, um auf die nächsthöhere Stufe befördert zu werden. Erreicht ihr die Spitze einer Ranglistenstufe, müsst ihr einige befristete Herausforderungen meistern, um befördert zu werden. Das heißt tatsächlich das, was ich auch vermutet habe. Du bist von mir aus Gold 1 kurz vor Platin. Dann erst werden diese Promo-Trials aktiviert und wenn du da scheiterst, wirst du auch nicht aufgestuft. Und das finde ich richtig geil und es ist bestätigt auch nochmal so ein Stück, weil du kannst nicht von irgendwelchen Mates durchgezogen werden, wenn du ein bisschen schlechter bist. Klar können die dich unterstützen, um einen Kill zu machen. Das bedarf aber auch gute Absprachen, das ist klar, aber du musst selber aktiv werden, du musst selber was machen. Campen, retten, sonst das wird einfach nicht mehr belohnt und das ist eine sehr, sehr gute Variante, um Leute, die nur so vorankommen, so ein bisschen den Chaos zu machen. Sowas hätten wir in Season 17 definitiv schon gebraucht. Beförderungsprüfungen sorgen auf allen Ranglistenstufen für ein gewisses Mindestniveau. Und das ist genau das, was hier gesagt wird. Und mehr Informationen, wenn die Patchnotes kommen und Skydive Holo Sprays. Wir haben alle sehr lange darauf gewartet, dass wir endlich Geld für Skydive Holo Sprays ausgeben können. Ich habe schon seit Jahren darauf gehofft, dass das endlich kommt. Und jetzt ist es endlich da. Ist das nicht eine tolle Sache? Noch irgendwelche Fragen? Ich denke nicht. Leute, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß in der neuen Season. Ich streame natürlich hinein. Vergesst nicht zu abonnieren. Denkt dran, es gibt wieder Coins zu verlosen. 1000, 6700 und 11.500 Coins. Wer dort mitmachen will, gewinnen will, muss definitiv den Kanal abonniert haben. Und ansonsten streame ich definitiv in die neue Season rein. Auf Twitch und auf YouTube zeitgleich. Am Dienstag. Bis dahin bin ich aber wahrscheinlich vorher sowieso nochmal live. Wir sehen uns also. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut. Ciao.